Sie galt als Rebellin unter den Modedesignern Vivienne Westwood. Mit frechen Schnitten und provokanten Slogans machte sie den Punk salonfähig und brachte ihn auf die Catwalks dieser Welt. Nun ist die Britin im Alter von 81 Jahren gestorben. Politiker, Künstler und Weggefährten würdigten Westwood für ihr Lebenswerk. Mit ihr sei eine kreative Ikone gegangen, twitterte Londons Bürgermeister Khan. Mit ihr erblickte ein neuer Stil das Licht der Welt. Der Punk-Look. Vivienne Westwood zog ihn über Jahrzehnte auf die Laufstege der Welt. Englische Exzentrik, das war Vivienne Westwood. Alles begann mit einem Shop auf der Londoner King's Road. Revolutionär und rebellisch, das Wesen ihrer Mode und ihrer Persönlichkeit. Die Punkband Sex Pistols zog sie an. Starmodels trugen ihre ausgeflippten Prachtkleider. Sie wurden zur Weltmode. Mode löst etwas aus. Meine Mode gibt dir eine unglaubliche Wahl in einer gleichförmigen Welt. Du siehst gut aus und kannst deine Individualität ausdrücken. Die Queen ernannte Vivienne Westwood 2006 zur Dame. Dabei war ihr das Establishment eigentlich zuwider. Neben der Mode engagierte sie sich auch politisch, gerne mit spektakulären Aktionen. Für den Umweltschutz fuhr sie vor das Haus des damaligen Premierministers Cameron. Ihr Kampf galt auch der Klimakrise. Ich bin schockiert über die Folgen der Erderwärmung. In ein paar Jahren werden Milliarden sterben, wenn wir nichts unternehmen. Bis zuletzt soll Vivienne Westwood gearbeitet haben. Mit 81 Jahren ist sie nun gestorben.